Hey Friends, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es so ein angefragtes Video. Ich hatte nämlich Ende Februar Geburtstag. Und zwar hatte ich am 27. Februar Geburtstag. Ich bin 19 geworden und ab dem Zeitpunkt bin ich voll in die Prüfungszeit geraten. Und ich hatte eigentlich keine Zeit, Sit-Down-Videos zu drehen. Eigentlich wollte ich das Video jetzt nicht mehr drehen, weil es ist schon relativ lange her. Also wir haben den 5. April heute. Aber es haben mir noch immer euch auf Instagram geschrieben, ich soll dieses Video drehen und das werde ich natürlich sehr, sehr gerne machen. Ich muss wieder diesen Disclaimer machen. Ich zeige hier wahrscheinlich in diesem Video ein paar teure Sachen. Also ich zeige in diesem Video ein paar teure Sachen und ich weiß, dass immer sehr, sehr viele das ziemlich schlecht aufnehmen und ich möchte nicht damit angeben und ich bin auch mega dankbar, aber ich finde solche bösen Kommentare einfach richtig unnötig. Ihr seht ja die Tüten auf dem Thumbnail und wenn ihr das nicht mögt, dann klickt einfach nicht drauf. Ja, sonst fangen wir sofort mit dem Video an, weil ich wurde dieses Jahr richtig gespoilt von meinen Freunden, meiner Fam, von mir selbst. Und ich fange dann sofort an. Zum Schluss zeige ich euch noch eine Bestellung, die ich bekommen habe von Junkyard, weil da sind richtig coole Sachen und ich habe auch einen Code für euch. So, ich fange mit dem Geschenk von meinen Freunden an. Ich habe meinen Geburtstag nicht wirklich groß gefeiert, nur was essen gegangen und ja. Alle meine Freunde haben zusammengelegt für eine Tasche und ich weiß, dass diese Idee von meinen Mädels kommt, weil sie wissen, dass ich Taschen liebe. Ja, sie haben alle zusammengelegt und mir eine Marschtasche gekauft und oh mein Gott, ich wollte die Tasche schon so lange und die Farbe ist so perfekt. Ich zeige euch die jetzt. Und zwar kommt die in so einem Dustbeutel und das ist die Tasche. Schaut mal, wie schön die ist, in so einem richtigen Rot und ich weiß, dass ich die im Sommer so sehr tragen werde, also so oft, weil ich finde, das sieht richtig schön aus zu Sommerkleidchen, aber auch im Herbst. Eigentlich finde ich, es ist so eine Allround-Tasche, ich finde die richtig schön, die ist so ein bisschen Festival angehaucht, so ein bisschen Bohemian, aber ich finde die wirklich sehr schön und Charlotte war schon sehr oft mit mir bei Marsch und wir haben uns die Tasche schon sehr oft angeschaut. Jetzt habe ich sie von ihnen allen bekommen. Also ich glaube, es haben so 10 Stück von meinen Freunden zusammengelegt und mir die Tasche gekauft. Und ich bin wirklich sehr dankbar. Also vielen Dank, Leute. Also die Überraschung ist richtig geglückt. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Kommen wir zu dem nächsten Geschenk. Und zwar habe ich von einem Kumpel von mir dieses Federmäppchen bekommen. Und ich finde das so schön. Und ich habe gewartet, um dieses Video zu drehen. Und dann werde ich das Federmäppchen benutzen. Und zwar seht ihr, wie schön das Muster ist. Und das ist so mit Tinte gemacht. Und der Stoff ist Korkstoff, ja, und die ist richtig schön. Also ich erfreue mich immer an so Schreibmaterialien, beziehungsweise das ist jetzt ein Federmüppchen, aber ich finde das sehr schön und meins ist richtig hässlich und jetzt habe ich endlich ein sehr schönes und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Kommen wir zum nächsten Geschenk und zwar habe ich das von Jan und Anushka bekommen und ich weiß, dass Anushka meine Videos schaut. Und sie haben mir eine Karte geschenkt. Ja, es ist eine Weihnachtskarte. Und sie haben auch drauf geschrieben, dass es eine Weihnachtskarte ist und dass es ihnen leid tut. Aber ich finde die Karte richtig süß. Da ist ein Bild von uns drauf. Da waren wir verkleidet zu Nikolaustag. Also in Luxemburg verkleiden wir uns immer für Nikolaustag, also die Abiturienten. Und machen solche Streiche, obwohl es dieses Jahr eigentlich nicht so fun war für uns. Aber davon abgesehen finde ich das Foto richtig cool. Das ist, glaube ich, das einzige Foto, was wir zu drei haben. Und sie sind übrigens bei mir in der Klasse. Und mein Leben wäre so viel anstrengender, wenn sie nicht bei mir in der Klasse gewesen wären. Auf jeden Fall kommen wir auch noch zu dem Geschenk, was ich von ihnen bekommen habe. Und zwar habe ich in der Zeit relativ, also ich habe mehr Sport gemacht. Und sie sind dann auf die Idee gekommen, mir einfach ein Sports-BH zu kaufen. Der ist auch richtig schön, weil sie finden, dass das zu einem Blogger gehört, dass man Gymshark-Klamotten hat, beziehungsweise Sportsklamotten. Ich finde das richtig cool. Ich finde die Farbe mega schön und er passt mir auch perfekt. Und ich habe ihn schon mehrmals beim Sport getragen. Die letzten 2 Wochen habe ich jetzt nicht wirklich was gemacht, aber wenn ich den hier sehe, dann bin ich schon wieder motiviert, was zu machen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Dann von meinem Freund habe ich Rosen bekommen. Da kann ich euch ein Bild hier einblenden. Und wir waren mega gut essen, also Sushi. Kann euch auch ein Bild einblenden. Ja, es ist schon für mich ein schönes Geschenk, weil das Ding ist, wenn man eine Fernbeziehung führt, dann ist eigentlich das Schönste, was man hat, Zeit miteinander zu verbringen. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich keine Mühe geben, mir irgendwas Materielles zu schenken. Ich freue mich auch sehr über ein Date. Und ja,
wie gesagt, also wir hatten wirklich einen sehr, sehr schönen Abend. Und dann kommen wir zu dem, was ich mir selbst gekauft habe. Ja, weil ich bin auch einer dieser Personen, die einen Vorwand nimmt, um sich was zu gönnen. Und zwar suche ich diese Sneaker jetzt schon so lange. Und ich möchte die wirklich, ohne Witz, schon 2 Jahre. Aber das Ding ist, in Luxemburg gab es die nie. Beziehungsweise, ich glaube, die gab es nur mit dem Schwarzhänden. Und ich war dann endlich im Januar in Rotterdam bei meinem Freund. Und da im Berienkopf, glaube ich, heißt das. Ich weiß es nicht. Gibt es Alexander McQueen. Und wenn ich jetzt schon den Designer nenne, kann ich euch auch die Schuhe zeigen. Und zwar habe ich mir diese Sneaker gekauft mit dem Rosa hinten. Ich wollte auf jeden Fall eine Farbe hinten, weil ich fand schwarz oder ganz weiß ein bisschen basic. Und rosa finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und die Schuhe sind schon ein bisschen dreckig, weil wie gesagt, ich habe die schon seit Januar. Aber es sind meine absoluten Lieblingssneaker. Erstens, die Beine sehen richtig dünn aus, richtig lang, einfach wegen dem Plateau. Und zweitens, ich finde, die machen einfach was her, auch wenn die mega basic sind. Und ich habe mir jetzt schon lange selbst keine Sneaker mehr gekauft. Also ich habe welche von Junkyard zugeschickt bekommen, aber selbst habe ich mir schon lange keine mehr gekauft. Und um ehrlich zu sein, bin ich richtig froh, dass ich so viel Geld ausgegeben habe für die, weil die sind so schön verarbeitet, sie sind made in Italy und ich weiß, dass sie mir sehr, sehr lange halten werden. Ohne Witz, also hier ist so ein Fleck, aber die habe ich jetzt schon 3 Monate und die haben gar keine Gebrauchsspuren. Also da sieht man wirklich keinen Riss, keinen Knick. Ja, ich müsste nur mal die Schnürsenkel ein bisschen putzen, aber sonst, ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die gekauft habe und mich fragen viele, ob es sich lohnt, die zu kaufen. Und ich würde sagen, ja, ich würde eher ein Alexander McQueen Paar kaufen als Nike-Schuhe oder 2 Paar Nike-Schuhe, weil mittlerweile kosten Nike-Schuhe auch schon 150 Euro beziehungsweise bis zu 200 Euro. Und ich würde dann eher die kaufen, weil ich weiß, dass die gut hergestellt sind, viel Handarbeit und ja, das war jetzt eine lange Erklärung, aber ja, die habe ich mir selbst gekauft. So, jetzt kommen wir zu dem großen Geschenk von meinen Eltern. Und ich habe gestern, am Mittwoch, habe ich die bekommen, weil wir hatten die bestellt. Einen Monat gedauert, bis die angekommen sind. Ich habe eine Story gepostet und wirklich 99% von den Mädels haben mir geschrieben, ich soll unbedingt in einem Video zeigen oder auf Instagram zeigen, was ich mir gekauft habe, beziehungsweise in diesem Fall waren es meine Eltern. Ich habe dann eine Hate-Nachricht bekommen und ich, Leute, das war wirklich Entertainment pur. Ich kann euch das hier einblenden. Ich kann verstehen, dass manche Designerkäufe nicht verstehen, aber mich so blöd anzumachen. Und ich habe dann einfach darauf reagiert, weil ich auf die Reaktion gewartet habe und die Reaktion war noch blöder. Also für euer Entertainment hier sind die Hate-Nachrichten. Ja, ich habe mir dann von meinen Eltern das hier gewünscht und ehrlich gesagt, keiner aus meiner Familie und ich glaube auch 90% der Zuschauer, die das jetzt sehen werden, werden diesen Kauf nicht verstehen, beziehungsweise diese Schuhe nicht schön finden. Ja, es sind Schuhe. Ich kann es auch verstehen, sie sind sehr eigen, aber sie sind sehr mein Style und ich habe jetzt schon 3 Jahre, glaube ich, die so im Auge gehabt, weil das sind solche Schuhe, die vor 3 Jahren sehr auf Instagram populär waren und jetzt nicht mehr so, aber ich finde die noch immer schön und die passen perfekt zu meinem Style. Mein Papa findet, dass das richtige Schnöselschuhe sind, aber ich finde die einfach schön und elegant. Und ja, jetzt unboxen wir das mal. Du weißt einfach, dass Schuhe fancy sind, wenn jeder Schuh einzeln eingepackt ist und auch noch auf der Dustbag das Logo steht. Ja, ich sage euch die jetzt. Und zwar die, die mein Video geschaut haben, wo ich die Trends gezeigt habe, da habe ich eigentlich schon einen Hint gegeben, was es ist. Und zwar sind das die Gucci Princetown Mules und Princetown, ich glaube, die heißen Princetown. Und zwar sind es die. Ich weiß, es werden viele sie hässlich finden, aber Hauptsache ist, dass sie mir gefallen. Und sie sind eigentlich sehr passend zu meinem Fuß, weil ich habe einen sehr schmalen Fuß. Und ich finde, die verlängern die Beine einfach extrem. Und ich freue mich so, die jetzt im Frühling zu tragen. Und Leute, die sind so schön verarbeitet, sind auch made in Italy. Und das ist für mich einfach Kunst. So, kommen wir zu meiner Bestellung bei Junkyard, weil ich habe jetzt kein Video geplant, wo ich euch die Sachen sonst zeigen kann. Und zwar habe ich mir als erstes dieses T-Shirt hier ausgesucht. Und zwar ist das ein North Face T-Shirt aus der Männerabteilung. Ich habe das dann einfach in S genommen. Ich finde das sehr schön. Das ist auch aus Baumwolle. Das heißt richtig angenehm im Sommer. Und ich trage solche Sachen richtig gerne reingesteckt in eine Jeans. Ja, übrigens bekommt ihr mit dem Code NIA 15% ab einem Bestellwert von 50 Euro bei Junkyard. Das ist übrigens kein Sponsored
Post, aber ich wollte euch einfach die Sachen zeigen, weil ich mich sehr gefreut habe. Und dann habe ich mir noch diesen Rock hier bestellt und zwar ist der von Calvin Klein. Ich liebe ja Jeansröcke. Ich habe diesen Sommer, glaube ich, jeden zweiten Tag einen Jeansrock getragen. Und das Coole ist, hier hinten steht einfach Calvin Klein. Also das ist so ein Lederpatch und hier auf der Seite ist auch so ein roter Aufzug mit Calvin Klein. Also den finde ich richtig, richtig schön. So, und dann dachte ich mir, komm, schenkst du deinem Freund und deinen Freundinnen was. Beziehungsweise habe ich jetzt was für Emma ausgesucht. Also sie hat sich was ausgesucht, weil sie wird mir jetzt in den nächsten zwei Wochen bei einem Shoot helfen für eine Marke. Keine Ahnung, sie würde das auch so machen, aber mich freut es einfach, dass ich meinen Freundinnen was zurückgeben kann. Und sie hat sich den Pulli hier ausgesucht. Ich packe den jetzt mal aus. Ich glaube, sie wird nicht böse sein, wenn ich den auspacke. Oh mein Gott, der ist so weich. Oh, love it. Das ist ein Santa Cruz Hoodie. Ich kenne die Marke nicht, aber sieht richtig schön aus. Und der ist richtig, richtig kuschelig weiß. Und wie gesagt, der gehört Emma, der gehört nicht mir. Aber ich wollte euch den zeigen, weil ich den sehr schön finde. Und bleiben wir schon bei Skate-Klamotten. Mein Freund lebt ja in Holland und er skatet auch relativ viel. Also er fährt auch damit zur Schule, wenn er kein Fahrrad fährt. Und ich habe ihm gesagt, er kann sich einfach ein Skateboard aussuchen. Und er hat sich dieses hier ausgesucht von Palace mit einer Giraffe. Ich finde das Skateboard richtig schön. Und hier hinten ist das Gelb. Und ja, das ist das Skateboard von meinem Freund. Die Länge oder Größe ist 8 und die Farbbezeichnung ist Brady Yellow. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir bleiben bei diesen Positive Vibes in den Kommentaren. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor den Kommentaren. Aber ich kenne meine Community und meine Community ist etwas älter. Also ich glaube, die meisten sind zwischen 19 und 25. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!